Und willkommen zurück zu Sims 4. So, wir werden mal unsere Ohrhörer einschalten. Dann kann sie mal ein bisschen was hören. Jetzt kann sie noch schnell was essen. Denn sie hat nämlich ganz doll Hunger. So, dann können wir auch gleich nochmal züchten. So. Und dann werden wir uns gleich mal um unseren kleinen Gorten hier kümmern. Alles ernten erstmal. Und dann werden wir alles gießen. Und ja, dann möchte ich gucken, dass ich ein kleines Haus anfange. Ich habe, wie gesagt, noch keine Idee, aber ich habe halt schon jetzt 1800 Simoleons. Damit könnten wir sicherlich ein kleines Haus anfangen und ja, das werden wir auch machen. Allerdings will sie vorher erstmal duschen. So. Jetzt werden die dadurch wieder grün oder wie oder was? Ach, die Pflanze braucht kein Wasser. Aber die braucht Wasser, oder? Die brauchen alle kein Wasser? Ich hätte echt gedacht, die brauchen Wasser. Hm. Mega-Verkauf. Okay. Anscheinend brauchen die alle kein Wasser, Leute. Sind wir nicht schon im Sommer? Nee, wir sind noch im Frühling. Okay, wir lassen sie also dann erstmal duschen. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Mal alles ein bisschen verkaufen. Das bringt mir natürlich dann nochmal ein bisschen Kohle ein. So. Natürlich aufpassen, dass ich nicht das Falsche verkaufe. So. Und rucki zucki haben wir dann direkt auch 2145. Ich müsste mal gucken, wie ich mir das vorstelle. Ich habe, wie gesagt, noch null Vorstellungen. Niada, niente. Ich baue eigentlich mal total gerne, dass es erhöht ist. Aber ich denke, das sollten wir erstmal lassen. Wir werden einfach uns erstmal das Wandtool nehmen. So nicht. Einfach erstmal das Wandtool nehmen. Und etwas Kleines bauen. Das ist wirklich klein. Da komme ich nicht sonderlich weit, ne? Ich glaube... Das doch schon kleiner machen. Willst doch. Hä? Ich dachte, man kann es wegmachen. Kann man anscheinend nicht. Dafür muss ich einen vollständigen Raum haben, so wie es aussieht. Das ist doch schon so klein. Okay. Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Ich finde das jetzt echt schon sehr, sehr klein. Aber es reicht ja nicht. Ihr seht das ja selber. Mein Geld reicht nicht. Bäh. Dafür würde mein Geld reichen? Euer Ernst? Was soll ich denn da reinmachen? Gar nichts. Kann ich gar nichts reinmachen. Das ist eine Mini-Hütte auf einen tropfenden Stein oder so ähnlich. Dann hätte ich sie vielleicht ein bisschen weiter vorne bauen sollen. Oh Mann! Okay, Moment. Vielleicht so. Jetzt habe ich das wieder ein bisschen anders gebaut, glaube ich, ne? Okay.
Upsala. Die Verkleidung, Paneele. Was haben wir denn hier Feines? Holsteinwand. Das sieht doch hübsch aus. Was kostet die? 2,5. 5. Okay. Wenn ich das nehme. Auch das ist eigentlich ganz okay. So. Ja. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Die Tür sehen noch nicht mal so toll aus. So, okay. Kindertür. Was haben wir hier für eine? 65. 65. 50. 50. Warum sind eigentlich diese Riesentüren so billig? Ist ja schon ein bisschen verwirrend, oder? Diese riesigen Türen so billig sind. Das ist aber eine Küchentür. Und das sieht auch blöde aus. Gucken wir uns mal ganz kurz das Dach an. Das muss ich ja selbst bauen, ne? Finde ich immer so schrecklich, dass man das Dach hier selbst bauen muss. Okay, einmal hier hin. Und, nee, warte mal. Nee, das war doch das Höhemachen, denn also muss ich doch hier lang. So. Das muss ich zum Glück nicht bezahlen. Ha! Dach muss ich zum Glück nicht bezahlen. So. Und wir sind definitiv schon mal so weit, dass das nächste ein, was wir uns kaufen, anfangen wird mit... Kann ich das nicht irgendwie kopieren? Kann ich das nicht irgendwie kopieren? Ah, Leute, irgendwie konnte man das doch kopieren. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Ah, doch. Design-Tool, ne? Pipette. Okay, das ging jetzt auch so ohne irgendwas, aber ich habe jetzt kaum nur noch Geld, Leute, ihr seht das ja selbst. Ja. Wir halten die Tür auch erstmal, warte mal, Moment, für jeden geschlossen. Solange da noch nichts wirklich ist, ist die Tür noch für jeden geschlossen. Da ist ja noch gar nichts, ist ja nur ein Mini-Haus. So. Klar, gehen wir in euch in D-Club. Können wir natürlich voll machen. Einmal in den Club tigern, warum nicht? Ja, aber Laune und Forderung, der Bug ist bei mir gerade im Spiel. Oder halt, ja, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Das Ganze dauert jetzt hier gerade ein bisschen. Dam, dam, da, dam. Du der Promi? Triff einen Star. Na, lass mich dich doch mal anklicken. Warum geht denn das nicht? Bakinja! Gogo Taru! Yibs! Oh, Ladish!
Hey. Sully, Fribby Floyma. Oh, Mip Mip. Oh, Clover Plus. Oh, hey. Ah, Nuba. Versuchen sich vorzustellen. Nuba aus mit Pilpin. Ja, ja. Können wir mal machen. Hier passiert nicht gerade sehr viel, oder? Flovo. Hallo? So. Ja. Urabeya Plarg. Jabba Zanks. Oh, Jabba. Yes, Starboy. Yes. Wes. Yabba Chavez Turka. Okay. Da kommen wir aber, glaube ich, nicht rein, ne? War das nicht irgendwie so, dass wir da nicht reinkommen? Oder doch? Weiß ich gerade nicht. Wo ist denn unser Star jetzt hin? Welchen Dash? Ist unser Star jetzt hier oben? Unser Star ist hier oben. Irgendeine VIP-Lounge oder so was? Scheint so. Türsteherin. Umanforderung festlegen. Oh, jeez. Aha. Bane Flar? Geht's noch? Mach mal nicht so einen Wirbel. Ich finde ihn aber niedlich. Also, ne? Mehr Auswahl. Freundlich. Nach Interessen fragen. Das könnte man natürlich auch machen. Sie muss pieren. In Jamay, Manzo. In Copa. Danach könnte sie mal zur Toilette gehen. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich das irgendwie hinkriege hier. So. Was bist denn du für einer? Du bist auch ein Türsteher. Okay. Wolfgang, du bist ein Fan. Werde ich auch als Fan deklariert? Vielleicht, ne? Jefana? Okay. Ich darf das Klo gar nicht besuchen. Gibt es hier unten für uns ein Klo? Ach, da. Panka! Newcomer. Okay. Seniorin. Versuchen sich vorzustellen. Freundlich, okay. Singen üben. Mal guck mal, da kriege ich Ruhm für. Üben. Na, machen wir es doch mal. Ich dafür Ruhm kriege. Im Grunde ist es ja schließlich das, was ich erreichen soll. Ruhm, wo bin ich überhaupt? Gute Frage, keine Ahnung. Nächste Frage. Sie hat Hunger. Und sie haben kaum noch Geld. Also. Ja. Ich glaube, ich sollte mir mit meinem nächsten Geld wirklich irgendwas holen, damit ich noch mehr Geld verdienen kann. Ich hänge hier gerade so ein bisschen viel. Ja, okay. Er kam auf die Idee, dass ich singen soll. Ich war das nicht. Ruhmpunkte.
verdiente Marotten. Alle Marotten. Naja, Newcomer. Du bist ein Megastar. Na gut. Vielleicht sollte ich dann wirklich die Schauspielerkarriere einschlagen, Leute. Was war das denn gerade? Hat mir jemand Geld gegeben? Ernsthaft? Für meinen schlechten Gesang? Hab ich Geld gekriegt? Auch nicht schlecht. Oha. Unser Barmixer ist der Caleb. Ich bin ja überrascht. Sie kann nicht singen. Halleluja. B-Promi. Aha. Ich kriege also Ruhm dadurch, dass... also nicht direkt Ruhm, sondern... Ja. Neutralen Ruf. Also Ruhm dadurch, wenn mir Leute Geld geben. Sehr geil. Da hocke ich hier und versuche erstmal rumzubekommen. Hier ist ein Türsteher für... Ja, keine Ahnung. Du bist umgefallen. Wer bist denn du eigentlich? Moritz Weber. Wer bist du? Gruppe, die Idole. Okay. Oh, da ist ein Fernsehen. Das sehe ich jetzt erst. Meine Herren. Habe ich schon erwähnt, dass es sich ein bisschen grauenhaft anhört? Aber hey, ich meine, ne? Danach müssen wir ja jetzt gerade mal nicht gehen. Und daher. Halleluja. Aber immerhin kriege ich Geld. Aber sie hat Hunger. Wie geil. Leute, wie geil. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber... Oh Mann. Me ga rar me ooh do 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 do. Ich glaube, ich sollte erstmal was essen. Du kannst gleich noch weiter singen. Jo, bis zum nächsten Mal. Gehen jetzt alle hier irgendwie? Warum gehen die denn jetzt alle? Lassen die mich jetzt alle hier alleine? Geht der Promi jetzt auch? Hey, Glitzersternchen, gehst du jetzt auch? Tawne Bailey. Hm. Achso, ihr habt getauscht. Es ist sowieso ein bisschen komisch, dass er, naja, gut. Wir wollen ja nicht, dass du verbrennst. Ist das ein Mülleimer? Ja. Was bist du? Ja, du bist so kein Star, nehme ich mal an. Ja. Klimbim. 120 Follower. Auch nicht schlecht. So, Lieder singen. Aber Lieder singen kann ich noch nicht. Das kommt noch.
Also waren mehr. Lenara hat 12 Follower dazu gewonnen. Sie ist jetzt insgesamt 120. Okay. Und die Gitarrenfähigkeit hat sie erworben. Kurz dann besser nicht schon vor mir stehen, ne? Das wird ja noch nichts. Ich höre mich ja noch ganz schön schrecklich an, muss ich sagen. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich... ob ich ermalen soll oder... Sie kann ja immer noch was mit der Schauspielerei machen, ne? Ich bin halt nur, wie gesagt, am Überlegen, ob ich das mache oder nicht. Finde ich gut. Ich nehme euer Geld gerne. Ich bin bald bei einem Stern angelangt. Wie cool. Könnt ihr euch ja mal angucken, in der Zeit, wo sie hier spielt, was das alles hier ist. Unternehmungspartner. Fädenbringer. Aha. Okay. Soziale Verantwortung. Okay, okay. Es ist schon voll spät. Ich habe alleine nur dadurch, dass ich jetzt hier ein bisschen Musik gespielt habe, Geld verdient. Meine Güte. Macht sie gerade ein Foto von mir? Wie geil. Morgen steh ich in der Zeitung, oder was? Könnte ich ja Musikerin werden oder so. Ich weiß gerade gar nicht, mich würde mal was interessieren. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Herausragende Malerin. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Gab es nicht auch die Möglichkeit, was mit Musik zu machen? Sport, Kreativität, klar. Beste Autorin, musikalisches Genie. Ja gut, aber Meisterin des Unfugs, Vampirfamilie, herrlich reich, okay. Seelenverwandt, Dschungelforscherin, Beliebtheit, weltbekannte Berühmtheit. Auf dem 2-Sterne-Promi werden Ruhmvorteil kaufen. Ruhm sind ewige Prominenten, bei denen der Bekanntschaftsgrad mit der Zeit nicht absinkt. Sie fühlen sich so wohl im Rampenlicht, dass sie nie negativ in den Menschen reagieren. Sie erhalten außerhalb ein... Nö, das ist langweilig. Ich bleibe bei dem, was ich jetzt habe. Das finde ich ganz in Ordnung, denke ich. Allerdings ist es schon spät. Sie hätten sowas machen sollen, dass es Möglichkeiten gibt, dass man eine Sängerin wird oder so. Das habe ich noch irgendwie interessant gefunden. Ein Fan. Noch ein Fan. Was bist du? Angehender Stern. Okay. Kobayashi. Mhm. Oha, wer bist denn du? Weltstar. Warum glitzert ihr eigentlich immer alle so? Wer bist du? Patrick Schneider, Paparazzi. Alter, ist doch gut hier. Genau, gib mir Kohle, gib mir Geld. Hey, ich bin bald beim ersten Stern. Finde ich gut. Schauspieler können auch singen. Muss ja mal gar nicht malen sein. Oder beides. Stelle ich mich hier hin und fange an zu malen. Warum willst du denn da vorbeischauen? Ne, möchte ich jetzt nicht. Ich habe Hoffnung, dass ich gleich meinen ersten Dingstern, was heißt Stern nicht direkt, aber mein erstes Teil hier bekomme. Warum hast du schon wieder Hunger? Okay. Ich glaube, das ist das letzte Stück hier, sehe ich gerade. Wir lassen sie immer noch ein bisschen.
Sie wird ja langsam besser, man hört es. Oh, du bist hübsch. Du bist hübsch. Die Frisur habe ich übrigens auch gesehen, Leute, mit den Rasterzöpfen drin. Gehender Stern. So kann man auch Geld zusammenbekommen. Gib mir Geld, gib mir Kohle. Joa. Allerdings. Unbekannt. Ja. Ich bin total unbekannt, das ist mir bewusst. Vielleicht kannst du erstmal was essen. Mal davon abgesehen, dass es schon wieder total spät ist. Das ist doch irgendwie gerade nervig, oder? Blöde, blöde Uhrzeit. Also ich meine jetzt nicht hier im Spiel, sondern eher... Sally Pratt, Thief. Edna. Bob Sini, ich frage mich eigentlich nicht gerade, wo ich bin. Das machen wir nochmal eben. Und dann... werden wir mal nach Hause fahren. Ich muss mich mal sowieso mal wissen, wo wir jetzt hier eigentlich sind. Ja, genau. Fallt alle um. Finde ich gut. Nein, eigentlich finde ich es nicht gut. 132, okay. Aber so finde ich mal heraus, wo er mich hingeschleppt hat. Er hat mich hingeschleppt. Club Orchidee hieß das doch, das Ganze, oder? Ist nicht verfügbar, weil ich da gerade bin. Okay, ich muss aber zurück zu meinem Haus. Wir könnten gleich mal gucken, vielleicht kann ich mir ja schon eine Gitarre leisten. Und wir sollten uns, vielleicht wirklich mal einschreiben. Also nicht einschreiben, Quatsch. Wir sollten beim Arbeitsamt einschreiben oder so. Keine Ahnung. Muss man denn die Arbeit annehmen? Ich weiß es nicht. Ich wusste nicht mal, dass es ein Arbeitsamt überhaupt gibt. So. Ich muss mich mal ganz kurz orientieren. Uno momento. So, wartet. Post habe ich noch keine. Das ist gut. So, wir werden mal ganz kurz schauen. Das war im Büro, ne? Hier. $740? Ernsthaft? Hier gibt es auch eine günstigere wahrscheinlich. Also das ist 350 die Staffelei. Kriege ich damit auch Malfähigkeiten? 600. Staffelei von Künstler und Pech. Hört sich an wie Pech und Schwefel oder sowas. Keine Ahnung. Dann wird sie jetzt auch mal schlafen gehen. Und ich werde hier, meine Lieben, einen Cut machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.